Seit vielen Jahren bietet die Mansfelder Bergwerksbahn erfolgreich Themenfahrten an. Das ganze Jahr über sind Jahreszeiten und Ereignisse Mottogeber für ein besonderes Erlebnis bei der Bergwerksbahn. Dabei stellt für viele Gäste allein die Fahrt mit der Museumsbahn schon ein Highlight dar. Besonders beliebt bei den Kindern sind die Fahrten kurz vor Weihnachten, wenn es heißt, den Nikolaus zu wecken, der Teddy-Express im Juni oder wie am 3. August die Fahrt zur Schatzsuche. Kleine und große Entdecker waren gekommen, um einen Schatz zu finden. Kurz vor dem Start wurde die Diesellok noch einmal auf Fahrtüchtigkeit überprüft. Und dann hieß es einsteigen. Von Bendorf ging es los Richtung Hettstedt. Am Eduard-Schacht waren die Vorbereitungen für die Schatzsuche abgeschlossen. Norbert und Andreas, zwei der vielen Ehrenamtlichen bei der Bergwerksbahn, begleiten diese Themenfahrten besonders gern. Also super, also für uns macht das super Spaß, in die leuchtenden Kinderaugen zu gucken und ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Ja, das ist das beste Dankeschön für uns, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Wir lassen uns immer was Neues einfallen, um hier auch die Fahrt interessant zu gestalten. Jeden Samstag finden von April bis Oktober Regelfahrten mit der Bergwerksbahn statt. In den Sommermonaten werden die Waggons meist von einer Diesellok gezogen. Die Fahrt bis zum Eduard-Schacht dauerte nicht lang. Die Aufregung bei den Kindern wuchs nun sichtlich an. Mexikaner Norbert und Pirat Andy leiteten die Schatzsuche. Mithilfe ihrer Hinweise konnte nach wenigen Minuten bereits eine große Kiste gefunden werden. Und auch der Schlüssel dafür war schnell entdeckt. Doch der eigentliche Schatz war das noch nicht. Lauter Pläne befanden sich in der Kiste und markierten den Weg zum eigentlichen Schatz. Also ging die Suche weiter. 55 Schritte gehen Norden bis zu einem Fundament, dann weiter bis zu einer großen Hecke und letztlich hinein in den Wald. Während die ersten Kinder voller Eifer am Schatz vorbeiliefen, entdeckten die Nachfolgenden etwas Ungewöhnliches im Gestrüpp. Befreit von Ästen zeigte sich eine zweite Kiste, die wohl den eigentlichen Schatz zu enthalten schien. Zwei starke Papas trugen die Kiste bis zum Bahnsteig und dann offenbarte sich der Inhalt. Eine ganze Kiste voller Süßigkeiten. Der Schatz war gefunden und für die Kinder ging mit der Rückfahrt ein aufregendes Abenteuer zu Ende.